Eine geladene Kugel mit der Ladung Q erzeugt ein radialsymmetrisches Feld, das mit 1 durch den Radius im Quadrat abnimmt. Wenn man also zum Beispiel einen Punkt P im Abstand klein r von der Kugelmitte nimmt, dann kann man sagen, dass die Feldstärke gleich 1 durch 4 Pi durch die Feldkonstante mal die Ladung der Kugel dividiert durch den Abstand im Quadrat ist. Der Vektor dividiert durch den Betrag, den ich hier noch geschrieben habe, das ist der Einheitsvektor, den habe ich nur dazu geschrieben, damit ich die Gleichung vektoriell schreiben kann. Wenn also die Ladung positiv ist, dann zeigt die Feldstärke nach außen und wenn die Ladung negativ ist, dann zeigt die Feldstärke nach innen. Wenn man jetzt im gleichen Punkt P nach dem Potential fragt und das Potential im Unendlichen gleich 0 setzt, dann kann man über die Feldstärke integrieren und bekommt für das Potential 1 durch eben diesen Faktor wie vorher mal die Ladung durch den Radius. Nun kann man die potenzielle Energie der Ladung selber rechnen. Wir gehen davon aus, dass die Kugel zuerst ungeladen ist und dann wird einfach immer mehr Ladung vom Unendlichen auf die Kugel gebracht. Also können wir sagen, das momentane Potential im Abstand größer, also auf der Kugeloberfläche, mal eine ganz, ganz kleine Ladung, dQ, das ist der Zuwachs an potenziellen Energie. Und dann integriert man von Ladung 0 bis zur Ladung, die man am Schluss hat. Wenn man dieses Integral auswertet, dann bekommt man 1/2 mal 1 durch diese Feldgröße 4pi epsilon mal q² durch r. Man könnte auch sagen, wir hätten einen Kugelkondensator bestehend aus einer einzigen Kugel. Dann können wir sagen, die Kondensatorenergie ist q² durch 2 mal die Kapazität und die Kapazität für einen Kugelkondensator ist 4pi mal Epsilon, eben diese Feldkonstante, mal R. Wenn man das hier einsetzt, bekommt man die Formel von vorher. Das ist klar, ob wir die potenzielle Energie direkt rechnen oder als Hilfsformel die Energie eines Kondensators nehmen und dann die Kapazität eines Kugelkondensators einsetzen, wobei eben die zweite Fläche dann im Unendlichen ist, das muss ja das Gleiche geben. Wir können aber auch einen anderen Weg gehen. Wir können sagen, die Feldstärke ist wie vorher, aber jedes Feld enthält ja Energie und die Energiedichte ist Epsilon halbe mal die Feldstärke im Quadrat. Das ist also die Dichte, deshalb schreibe ich hier Rho der Energie, deshalb schreibe ich Rho W. Nun, diese Energiedichte, die kann man dann noch ergänzen, wenn man ein magnetisches Feld hat, aber für das elektrostatische Feld ist das die Beziehung an jedem Punkt. Jetzt rechnen wir die Energie einer Kugelschale aus, wobei wir eine Schale nehmen, die sagen wir wieder im Abstand kleiner um die Kugel herum geht und eine Dicke dr hat. Dann können wir sagen, die Energiedichte mal die Größe, die Fläche der Kugelschale mal die Dicke der Kugelschale, das gibt die Energie pro Kugelschale. Wenn man jetzt für die Dichte wieder diese Formel da unten einsetzt, dann bekommt man diesen ziemlich komplizierten Ausdruck. Aber es kürzt sich einiges weg, zum Beispiel ein Epsilon, ein Faktor 4 kürzt sich weg, ein Pi kürzt sich weg und ein R Quadrat kürzt sich weg. Wir bekommen dann für die Energie einer Schale Ladung im Quadrat durch 8 Pi, Epsilon und R Quadrat mal natürlich die Dicke der Schale dr. Das heißt, obwohl die Schalen nahe bei der Kugel viel, viel kleinere Fläche und somit kleineres Volumen haben als die Schalen weit draußen, enthalten sie mehr Energie. Jetzt kann man also die Energie dieser Schale aufintegrieren und dann bekommt man, wenn man einsetzt und aufintegriert zwischen den Grenzen Kugeloberfläche, also Radius der Kugel mal unendlich bis unendlich, dann bekommt man genau die gleiche Formel von vorher. Wir können also sagen, die potenzielle Energie, die wir eigentlich der Ladung auf der Kugel zuschreiben, ist eigentlich die Energie, die im Feld drin steckt, die diese Ladung erzeugt.
Nun, das sind einfach zwei verschiedene Beschreibungsmodelle, oder man kann sagen, das sind zwei verschiedene Theorien. Die eine Theorie geht eigentlich von Massen und Punkten aus und die andere geht von einem Feld aus. Interessant wird die Geschichte, wenn man jetzt den Elektronenradius zu rechnen versucht. Dazu gehen wir von einer berühmten Arbeit von Einstein aus, nämlich ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig. In diesem Artikel, den Einstein 1905 in den Annalen der Physik veröffentlicht hat, schreibt er, dass die Masse eines Körpers ein Maß sei für dessen Energieinhalt. Ändert sich also die Energie um einen bestimmten Wert, so ändert sich die Masse um denselben Wert dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Hier steht 10 hoch 20, das kommt daher, dass hier die Energie in Erg und die Masse in Gramm gemessen worden ist. Nun können wir diese Äquivalenz zwischen Masse und Energie, wie man das heute beschreibt, verwenden, um quasi die Masse des Elektrons zu lokalisieren. Dazu übernehmen wir wieder die Energie von vorher, einer Kugel, in diesem Fall ist es eben das Elektron, das ist 1 durch 8 Pi Epsilon mal die Ladung, und hier ist es die Elementarladung im Quadrat dividiert durch den Elektronenradius. Nun, das gibt dann die Masse des Elektrons, also hier sollte eigentlich Elektron stehen, Quadrat, also die Energie des Elektrons, die Selbstenergie des Elektrons ist jetzt mc². Wenn man jetzt nach R auflöst, bekommt man E² durch 8 Pi Epsilon dividiert durch die Masse dividiert durch c², also die Masse des Elektrons. Wenn man das auswertet, bekommt man 1,4 Femtometer. Das sind 10 hoch minus 15 Meter, also 1,4 mal 10 hoch minus 15 Meter. In Wikipedia steht hier zwar das Doppelte, aber ich begreife nicht ganz, wie das dort gerechnet worden ist. Interessant ist die Interpretation dieses Radius. Wir können sagen, die Energieformel divergiert nach dem Radius, also nach dem unteren Ende. Deshalb können wir ja eben den Elektronenradius berechnen. Und jetzt zur Interpretation. Im ersten Fall können wir sagen, ja, die potenzielle Energie, das ist die Energie, die wir der Ladung zuschreiben, die sitzt einfach auf dem Elektron, entweder im ganzen Körper drin, oder wenn man schaut, wie die Ladung verteilt ist, oder wie wir gerechnet haben hier, wir haben ja die Ladung an der Oberfläche angenommen, dann ist die Energie auch der Oberfläche des Elektrons zuzuschreiben. Und das wird eigentlich von vielen Leuten sofort akzeptiert, dass man sagt, ja, man kann den Elektronenradius rechnen, damit der Energie-Masse-Äquivalenz, und diese Energie steckt dann eben quasi als Masse im Elektron drin. Das gibt dann die Elektronenmasse. Wenn man die zweite Theorie beizieht, die Feldtheorie, dann kann man sagen, ja, die Energie steckt ja im Feld, also vom Radius des Elektrons bis ins Unendliche hinaus ist die Energie verteilt. Und dann ist das Elektron nichts anderes als ein Loch in einem Feld. Das Loch ist dann einfach durch die Ladung begrenzt. Und diese Interpretation, obwohl beide Interpretationen natürlich klassisch sind, also mit der heutigen Physik nicht unbedingt verträglich, wird die zweite Interpretation dann zum Teil vehement abgelehnt. Das hat mit unseren Konzepten von Physik zu tun. Wir glauben eben, man kann sehr vieles einfach auf Kügelchen zurückführen, Atome, Quarks und so weiter. Und wir haben Mühe mit dem Feldkonzept, wo man eben alles ein bisschen verteilt in Raum und Zeit. Aber ich finde dieses Beispiel noch interessant. Also einerseits potenzielle Energie, klassisch betrachtet, und daraus den Radius rechnen. Im anderen Fall Feldenergie, also die Energie im Feld lokalisieren und dann den Radius berechnen. Immer mit der Einsteinschen Energie-Masse-Beziehung. Man bekommt den gleichen Wert, aber es sind eigentlich zwei völlig verschiedene Bilder, die damit erzeugt werden. Das ist doch interessant.